Steindoktor TV. Ein paar interessante Informationen zum Thema Marmor und am Ende des Videos noch einige Vorher-Nachher-Bilder, damit Sie sehen können, was wir mit Ihrem Marmor machen können. Marmor ist ein sogenanntes Weichgestein, im Gegensatz zu einem Granit, was ein Hartgestein ist. Weichgesteine zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht so abriebfest sind, leichter zerkratzen und säureempfindlich sind. Säureempfindlich, weil ein Marmor im Wesentlichen aus Kalzit, Dolomit oder Aragonit besteht. Und das sind halt Stoffe, die sehr säureempfindlich sind. Aber wie entsteht denn eigentlich so ein Marmor? Und ist Marmor und Kalkstein vielleicht genau das Gleiche? Ein Marmor ist ein metamorphes Gestein. Im Gegensatz dazu ist ein Kalkstein ein Sedimentgestein. Das heißt, es entsteht durch Ablagerung. Und wenn dieser Kalkstein, dieses Sedimentgestein, nochmal durch Plattentektonik und Verwerfung tief ins Innere der Erde nochmal reingezogen wird quasi, also als wäre eine Dampfwalze nochmal drüber gefahren, Hitze und Druck entstehen, dann entsteht aus einem Kalkstein ein Marmor. Das heißt, der Stein wird verdichtet, er wird kristallin. Die werden bei einem Marmor also nie Fossilien oder kleine Lebewesen im Stein sehen, weil diese durch die Hitze verdampft sind. Da kommen wir auch schon zum typischsten Marmor, den eigentlich jeder kennt, den Jura-Marmor. Und da sehen wir die Fossilien. Und was sehen wir? Es ist gar kein Marmor. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil Kalkstein und Marmor haben unterschiedliche Eigenschaften. Und ein Jura-Marmor ist in Wirklichkeit ein Jura-Kalkstein. Wenn Sie jetzt genau wissen wollen, wie man es am besten unterscheiden kann, dann hauen Sie am besten eine Ecke ab, gucken rein und wenn es kristallin, wenn es glitzert, dann haben Sie ein Marmor. Wenn es matt ist, dann haben Sie einen Kalkstein. Das gleiche Thema haben wir auch beim Anröchter Dolomit zum Beispiel. Der Anröchter Dolomit ist auch kein Dolomit, weil der Stein enthält gar kein Dolomit, sondern es ist ein Bioturbations-Glaukonit-Tonmuschelkalksandstein. Das bedeutet, er ist in der Oberfläche gar nicht so hart, wie man es denkt. Also es ist ganz wichtig, wenn Sie einen Marmor kaufen, dass Sie sich von Ihrem Hersteller auch bescheinigen lassen, dass es wirklich ein Marmor ist, weil sonst kann es Probleme geben. Und was können wir jetzt für Ihren Marmor tun? Alles, was Sie möchten. Von einer Grundreinigung, das heißt, Sie haben Kaffeeflecken, Rotweinflecken, Sie haben alte Beschichtungen drauf, Pflegemittelrückstände, die können wir mit unseren jeweiligen Spezialreiniger und Maschinen reinigen. Wir können aber auch einen Marmor aufarbeiten, das heißt, wir können Kratzer rausschleifen, wir können den Marmor, die Fugen plan schleifen, dass es nachher aussieht wie eine Fläche, schleifen den Stein hoch bis zur Politur und können ihn anschließend noch schützen, damit er für Jahre sein Aussehen behält. Dann noch der Pflegereiniger, der richtige, pH-neutral, nicht schichtbildend, leicht desinfizieren. Unter dem Video finden Sie den Link zu unserer Internetseite. Dort erfahren Sie weitere Informationen und nützliche Tipps. Wir freuen uns auf Sie. Legen Sie uns Stein in den Weg. Steindoktor TV. Zu Fragen und Anregungen lesen Sie die Pflegeanleitung oder fragen Sie Ihren Steindoktor, keinen Apotheker.